Freunde, bevor das Video richtig losgeht, ihr kennt das Spektakel. Erstmal einen Kaffeeschluck aus der obligatorischen. Pausiert mal jetzt das Video und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, welche Tasse ich heute in dem Video verwenden werde. Hashtag Bärentasse, Hashtag Prinzentasse, Metrotasse. Einer legt immer den anderen Tasse. Schreibt es in die Kommentare. Und Freunde, schreibt auch euren Instagram-Namen dazu, weil wer es richtig errät, aber bitte nicht schummeln, der wird im nächsten Video gegrüßt. Also schreibt mit eurem Instagram-Namen den Tasten-Hashtag in die Kommentare. Ihr wisst, wie das läuft. Und die Auflösung kommt jetzt. Und zwar ist es das obligatorische Glas. Och, schade. Da wird jetzt im nächsten Video halt keiner gegrüßt. Schade aber auch. Digga. Also Leute, die, keine Ahnung, irgendwelche Leute grüßen müssen, um Kommentare zu kriegen. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wie ihr bereits am Videotitel erkennen könnt, ist heute mal wieder ein Tag, wo ich mich so ein bisschen selber roaste, meine alten Outfits euch präsentiere, die nicht wirklich gut sind, meiner Meinung nach. Und stopp, 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 bevor jetzt wieder die Moralpolizei ankommt und meint: Mori, ich meine natürlich Shindy 2.0. Du willst dich jetzt über deine Outfits von vor 2 Jahren lustig machen und in 2 Jahren über deine Outfits von jetzt lustig machen. Also was bringt dieses Format überhaupt? Mach doch lieber produktiven und guten Content wie für 200 Euro Arsch anfassen oder eine Fußball-Challenge oder einfach 50 Facts about me. Das wäre mal guter Content, nicht dein Drecks-Fashion-Zeug. Du Shindy-Kopie. Ja, da habt ihr natürlich in gewissermaßen recht. Ich werde wahrscheinlich in 2 Jahren meine Outfits von heute auch nicht zu 100% feiern. Aber nehmt dieses Format so ein bisschen mit Humor. So ein bisschen dieses Roast-Yourself-mäßig auf Fashion-Ebene. Ich finde es ganz lustig, so ein paar Fehler von früher aufzugreifen und darüber mit euch zu quatschen. Und daher wollte ich das einfach machen, weil ich das ja unterhalten finde. Also nehmt das alles nicht so ernst, als wenn es eure Abschlussprüfung wäre, wo es um eure Zeugnisnote geht, sondern eher so auf diesem Level, als wenn es ein Englisch-Vokabeltest in der 6. Klasse ist, wo man nicht mal diese Abschreib-Sichtbarrieren aufbauen muss. Kennt ihr die? Wir hatten damals welche, die haben aus 2 Teilen bestanden. Einmal so ein Sockel und einmal so eine Pappe, die man so da reingestellt hat. Digga, da konnte man nicht mal drüber gucken, wenn man gestanden hat. 16 Vokabeln, die machen solche Filme, die haben richtig übertrieben. What? Wie auch immer, ich zeige euch in dem heutigen Video 3 alte Outfits von mir. Ich glaube, da ist von 2015 bis 2017 alles dabei. Seid gespannt, ich ordne das chronologisch, werde zu den einzelnen Sachen was sagen, euch die Bilder einblenden. Ihr könnt gerne zu den einzelnen Outfits was in die Kommentare schreiben, ob ihr die wack findet, ob ihr die vielleicht auch ganz okay findet, was ihr anders gemacht hättet, etc. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem ersten Outfit an. So, das erste Outfit wäre einmal dieses hier und das besteht aus einer schwarz-weißen LeFaster Young Cap, einem grauen T-Shirt, unter dem ich noch ein schwarz-weißes T-Shirt gelayert habe, einer schwarzen Ripped Jeans von Zara und mein Magella Future High in Grau-Silber, die auch die einzigen Produkte sind, die ich von diesem Bild immer noch besitze. Und was ich an diesem Outfit wack finde, beziehungsweise nicht ganz so cool finde, ist ganz einfach das schwarz-weiß gelayerte Shirt. Das ist so rund geschnitten, das gefällt mir gar nicht. Das ist irgendwie vom Style her nicht so cool einfach. Meiner Meinung nach. Ansonsten eigentlich ein ganz cooles Outfit mit dem Shirt passend zu den Schuhen. Eine schwarze Hose dazu, kann man nichts falsch machen. Dazu eine schwarze Cap. Die Hose, wie gesagt, ein bisschen eng, meine Körperhaltung. Aber ansonsten geht das Outfit schon klar, meiner Meinung nach, für so ein Street-Style-Outfit. Na klar. Und ich weiß jetzt schon, was die meisten Leute sagen werden. Ach, More, Pustekuchen, das Shirt zum Layern ist das geringere Übel auf dem Bild. Schau mal diese Astronautentrete an, die du anhast. Die hast du heutzutage immer noch, du hast dich kein Stück weiterentwickelt. Ja, ist eure Meinung. Ich finde die Schuhe lit. Ich finde das Shirt wack. Eiskalt. Von 1 bis 10. 1 ist wack und 10 ist lit. Gebt mal eine Wertung ab. Einfach in den Kommentaren. Ihr wisst, wie das abläuft. Ich würde dem Outfit vielleicht so eine 4 oder 5 geben. Oder eine 3. 3. Irgendwie sowas. Kommen wir zum nächsten Outfit. So, das nächste Outfit wäre einmal dieses hier und das ist definitiv 2016, so im Sommer, Frühling entstanden. Dasselbe Shirt zum Layern benutzt, wieder dieses schrecklich weiß-schwarz gestreifte, rundgeschnittene Shirt. Furchtbar. Dazu dieselbe schwarz-weiße LeFaster Young Cap wie vom davorigen Outfit, einen beigen Gildenpullover, eine braune Chocolate Zara Jogger und meine Adidas Ultra Boost. Nicht die aus dem Key City Pack, sondern irgendwelche mit so beige, grau, weiß. Und ich muss mir wirklich eine Sache eingestehen. Ich kann es nachvollziehen, warum Leute damals gesagt haben, Shindy, natürlich der Bart und so, das ist auch heute noch ein Argument, was in den Haaren herbeigezogen ist, wie eine Ficora, die ich in die Küche ziehe, weil sie mir Essen machen muss. Okay. Kann ich das mit reinnehmen? Untriggered. Schwarzer Humor. Ich kann es schon ein wenig nachvollziehen. Dieser Style mit dieser weiten Jogginghose, Ultra Boost, einem weiten Hoodie, erinnert mich schon an das Buchcover von Shindy. Wartet mal kurz. Hier. Erinnert mich voll an dieses Buchcover hier. Ist ein Buch. Fanboy, Fanboy. Hier. Leute.
Sogar mit Autogramm sogar, Leute. Hier, mit Autogramm. Und einem Givenchy-Tag als Lesezeichen, weil ich reich bin, Alter. Digga, was laberst du, Mann? Ihr wisst, was ich meine, aber heutzutage unsere Styles kann man gar nicht mehr vergleichen. Das ist so, als wenn du Pluto mit Neptun vergleichst, weil beide blau sind und beide Planeten sind. Oder Burger King mit KFC und McDonald's, weil Fastfood-Ketten. Kann man gar nicht vergleichen, den Rotz. Wie auch immer, auf jeden Fall gefällt mir das Outfit von den Farben in gewisser Maßen schon. Chocolate mit beige und weißen Schuhen auch mit beigen Elementen drin. Gefällt mir schon durchaus, aber wieder dieses Shirt zum Layern. Gilden-Sweater hängen mir zum Hals raus. Das haben wir schon zuhauf gesehen. Dazu diese Jogginghose, die echt lit aussieht vom Fit her. Aber dieses Chocolate würde ich auch nicht nochmal anziehen. Vielleicht in schwarz. Ultra Boost, auch schon zuhauf gesehen. Gefällt mir gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist auch so ein richtiges Trend-Outfit in gewisser Maßen. Das war damals vielleicht cool. Jetzt ist es eher so, ja, nichts Besonderes mehr, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf alle Fälle, das war das zweite Outfit. Schreibt auch mal wieder gerne eine Bewertung in die Kommentare von 1 bis 10. Ich würde dem Outfit, ich finde es schlechter als das erste, ich würde dem Outfit so eine 2, 3 geben, höchstens. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare zu den Outfits. Und wir kommen zum nächsten. So, das nächste Outfit ist einmal das aktuellste Outfit von den dreien. Und zwar Anfang 2017 war das circa. Und zwar ist es einmal dieses hier. Was mich bei diesem Outfit stört, der Style an sich, gefällt mir immer noch sehr. Mit Flanellhemd, Shirt in der Hose, Anzughose, hochgekrempelt, mit Tennissocken. Gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Aber was hier einfach unter aller Sau ist, meiner Meinung nach, ist ganz einfach das Farbmatching und wie da mit den Mustern gearbeitet wurde. Ich habe auf dem Bild meine Axel Arigato-Sneaker mit diesem gefleckten Kuhmuster an und dazu ein Flanellhemd mit so einem angedeuteten Karo-Muster, was finde ich gar nicht passt, weil irgendwie oben und unten das zu laut ist mit den Mustern. Und dann dazu weiße Socken zu diesen Schuhen. Ich finde, weiß und beige ist sehr, sehr schwer zu kombinieren. Es sieht oftmals öde aus und hier sieht es einfach öde aus. Dazu noch eine beige Cap, ein weißes Shirt und das ist mir alles ein bisschen zu bunt an sich. Ich hätte einfach eine schwarze Cap, ein schwarzes Shirt und schwarze Socken anziehen müssen. Dann wäre das mit den Farben schon so ein bisschen, ja, dezenter. Hätten wir immer noch das Problem mit den Mustern, dann hätte ich einfach diese Schuhe gewählt. Die sind ganz clean, also die Vans Old School. Hätten gut gepasst. Schwarz-weißer Schuh, kann man nichts mit falsch machen. Wie gesagt, dann beiß ich das mit dem Flanellmuster nicht. Oder einfach mein Rev Stan Smith, dann hätte ich da auch weiße Socken zu anziehen können, weil dann hätte sich das nicht mit irgendwelchen Beige-Tönen gebissen. Hätte auch gut gepasst, meiner Meinung nach. Ist meiner Meinung nach das beste Outfit von den dreien. Ich würde dem Outfit so eine 5,5, 6 geben, mit beiden Augen zugedrückt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, findet ihr auch, dass es das beste Outfit ist? Was würdet ihr dem Outfit an Bewertungen geben? Schreibt in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ich nochmal sowas machen soll mit meinen alten Outfits. Ich habe mich ja über mich selber so ein bisschen lustig gemacht. Von daher sollte sich niemand angegriffen fühlen. Schaut gerne bei meinem Instagram vorbei. Da habe ich vor ein paar Tagen auch ein neues Bild hochgeladen. Ansonsten war's das, wie gesagt, mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aus der obligatorischen, pausiert mal letztes Video und schreibt in... Man sieht eiskalt schon die ganze Zeit, dass ich ein scheiß Glas in der Hand halte. Das kann man ja gar nicht ernst nehmen. Toll.